Hallo, herzlich willkommen zum Video für die Wassertropfen, die ich euch allen ja noch schuldig bin. Da war ganz viel Interesse für vorhanden, das wusste ich auch vorher und wollte gerne den Wassertropfen einen eigenen kleinen Teil widmen und euch das auch in unterschiedlichen Farben zeigen. Heute mache ich das hier auf Aquarellpapier, da habe ich mir unterschiedliche Vierecken schon mal farbig grundiert, das habe ich aber mit Acrylfarbe gemacht. Es ist also ganz gleichgültig, ob ihr das jetzt auf Pappe probiert, vorher auf ganz normalem Karton oder auf Leinwand. Euer Untergrund sollte halt einfach Acryl sein. So, ich habe mir unterschiedliche Stifte hier ausgesucht aus meinem Kasten und wie gesagt drei unterschiedliche Quadrate in einem Türkiston, in einem Grünton und in einem Violett. Und von dem großen Aquarellstiftkasten findet man natürlich sehr einfach genau den Farbton, den man benötigt. Aber die Stifte bekommt ihr ja im Handel auch problemlos alle wirklich einzeln. Und wenn ihr wisst, mit welchen Farben ihr arbeiten wollt, ihr habt eine fertige Arbeit, dann könnt ihr euch da sehr schön den passenden Farbton für aussuchen. Was ich also brauche, ist einmal der Malgrund. Der passende Aquarellstift, dann habe ich hier einen Rundpinsel Synthetica und ein bisschen Acrylweiß in einer Hobbyqualität. Außerdem habe ich zwei unterschiedliche Wasserbecher hier, die sind bei mir natürlich schön farbig schon, aber diese Farbe, das ist Tusche, die ist längst getrocknet, also ich habe hier klares Wasser. Zwei Wasserbehälter aus dem Grund, dass ich in dem einen meinen Pinsel reinige, wenn ich das Weiß benutzt habe und in dem anderen Becher werde ich den Pinsel auswaschen, wenn ich hier von den unterschiedlichen Stiften was verwendet habe. So, Wassertropfen gestalten, also eigentlich gar kein großes Geheimnis. Ihr habt euren Malgrund, wir fangen hier mal mit dem türkisfarbenen an und sucht euch einen farblich passenden Stift nach Möglichkeit in einem dunkleren Ton, als euer Untergrund hat. Ich habe mir jetzt erstmal diesen hier ausgesucht und bin mir aber gar nicht sicher, ich muss das vorher immer auch probieren und das habe ich jetzt hier nicht gemacht, ob der nicht schon zu dunkel ist und ob nicht der vielleicht reichen würde. Deshalb probiere ich das jetzt einfach mit beiden. So werdet ihr gleich mit mir zusammen schlauer. So, das heißt, ich skizziere einmal mit dem Stift hier meine Wassertropfenform. So würdet ihr das bei dem Blütenmodell aus der Ausgabe einfach malen auch machen. Eure Wassertropfen einfach irgendwo hinlegen. Damit ihr den Unterschied seht, wie unterschiedlich das sein kann, mache ich das halt, wie gesagt, mit beiden Stiften. Dann werden wir ja sehen, was besser aussieht. Das heißt, ich zeichne die Kontur, mal sind das ganz ausgewogene Kreise, mal ist das eher so ein bisschen wackelig hier, wie bei dem. Das darf also ganz unterschiedliche Formen haben. Kleine, große, dicke, dünne. Macht auch Spaß, die ganze Sache wirklich zu üben. So. Ich glaube, in der Anleitung von der Blume bin ich in unterschiedlichen Schritten vorgegangen, ein bisschen abweichend zu diesem hier. Aber entweder haltet ihr euch an die Zeitschrift. Deshalb hatte ich da jetzt auch kein so großes schlechtes Gewissen, das getrennt zu machen, weil in der Zeitschrift war es ja auch detailliert erklärt, wie das funktioniert mit den Wassertropfen. Hier mache ich es jetzt, wie gesagt, ein bisschen anders und jetzt nehme ich mir einfach hier ein bisschen Wasser auf meinen Pinsel und auf der einen Seite vermale ich meinen Aquarellstift jetzt nach innen den dunkleren Ton. Na, nur so ein bisschen die Farbe anlösen und nach innen verwuscheln, verwaschen, ausdünnen. Da gibt es ganz viele Formulierungen für. Und ich glaube, ich sehe hier schon, dass mir das mit dem Dunklen doch irgendwie besser gefällt. Das kommt deutlicher raus als mit dem ganz hellen Stift. Das geht so ein bisschen unter. So, auf der anderen Seite verdünne ich mir Acrylfarbe mit Wasser. Und jetzt war ich im falschen Wasserbehälter. Das ist wieder so der typische Vorführeffekt. Aber macht nichts, dann ist das jetzt der für die weiße Acrylfarbe.
mit dem verdünnten Acryl komme ich hier von der anderen Seite. Meine Absicht ist es also, dass mein Hintergrund auf jeden Fall durchscheint. Ich will mir den nicht zumalen. Also lieber eher zögerlich und vorsichtig mit dem Weiß, als wenn ihr da einmal zu viel drauf habt, dann könnt ihr das immer nur ganz schwer wieder entfernen. Na, ihr seht, ich nehme also auch immer mal wieder Farbe nach. Und im Zweifelsfall mache ich den Pinsel sauber. Nehme noch mal ein bisschen Wasser dazu und vermal das neu. So sollte das jetzt aussehen. Und das muss dann eigentlich erstmal trocknen. Was ich jetzt aber gleich noch mitmachen möchte, ist den Schatten drunter legen. Und dafür gehe ich jetzt einfach mit dem Aquarellstift hier überall so ein bisschen runter und schraffiere so ohne Druck die Schattenseite. Ja, da wo jetzt so ein bisschen von dem verdünnten Weiß schon ausläuft, da löst sich jetzt sofort auch die Farbe von meinem Stift an. Mit meinem feuchten Pinsel, also nicht triefend nass, vermale ich jetzt hier den Schatten. Na, das reicht, wenn der so auf einer Seite ist. Wenn man da mal zu viel hat, dann kann man das mit dem Finger auch ganz gut wegtupfen oder man nimmt so ein Q-Tip, ein Wattestäbchen, einen weichen Lappen, was ihr da gerade zur Hand habt und was ihr lieber mögt. Na, so liegen also Schatten unter meinen Wassertropfen. Das Ganze muss jetzt erstmal trocknen und in der Zeit kann ich das hier schon bei dem Grünen machen. Da werde ich die Tropfen mal ein bisschen andersförmig anordnen. Hier habe ich mir jetzt auch, weil ich mir nicht sicher bin, zwei unterschiedliche Grüntöne rausgesucht und probiere das auch mit beiden. Und bei dem Türkisen, da hatte ich quasi liegende Wassertropfen und hier probiere ich es mal ein bisschen eher mit so perlenden oder fallenden Tropfen. Das heißt, ich halte mich so ein bisschen an so eine U-Form oder eine Tulpenform, wie manche aus einem von meinen Videos vielleicht kennt. Die darf auch ruhig offen sein und mal wie so eine langgezogene Kartoffel. Na, dann ist die Form geschlossen. Und ich nehme hier auch nochmal den dunkleren Stift und das sind jetzt hier so ganz kleine Tröpfchen zwischendurch, die dürfen auch sein. Von hier oben kommen die so. Und da ist noch ein kleiner länglicher. Dazwischen auch mal. Und hier mache ich mal noch einen hin. Hier füge ich jetzt einfach mal die Schattenkante gleich mit runter. Ganz unabhängig davon, welchen Grünton ich jetzt gerade in der Hand habe und mit welchem ich die ursprüngliche Kontur gezeichnet habe. Also da müsst ihr euch auch echt so ein bisschen durchprobieren. Und da entwickelt früher oder später sowieso jeder seinen eigenen Favoriten, seine eigene Vorgehensweise. Wichtig ist, dass ihr hier in dem Video einfach gezeigt bekommt, wie es ursprünglich funktioniert, welche Möglichkeiten ihr habt, nämlich durchaus unterschiedliche. Und dann macht ihr selber euer Bestes draus. Hier ist auch Schatten drunter, da. Manchmal vergisst man das auch sehr gerne. Ist immer ärgerlich, wenn man dann danach arbeiten muss. So, und jetzt ist es schon Zeit, das direkt wieder mit dem Wasser zu vermalen. Richtiger Wasserbehälter, nicht der fürs Weiß. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Vermale das hier nach innen. Ja, also nehmt ruhig den dunkleren Farbton. Das kristallisiert sich für mich schon raus, dass das wirklich besser ist, wenn der sehr viel dunkler doch ist als eure Hintergrundfarbe. Das wirkt einfach schöner und deutlicher. So, mit der Seite habe ich das also schon verzogen. Jetzt vermale ich auch direkt sofort den Schatten gleich mit. So, hier auch noch.
kann auch sein, dass ihr mit mehreren unterschiedlichen Farben da arbeiten müsst, wenn ihr zum Beispiel einen sehr farbigen Hintergrund habt in ganz unterschiedlichen Farben und sehr bunt, ne? Dann müsst ihr euch also da immer jeweils den passenden Farbton für die Stelle, wo der Wassertropfen liegt, raussuchen. So, jetzt wieder meinen Pinsel sauber machen. Anderer Wasserbecher, der fürs Weiß, und verdünne mir jetzt hier wieder das Weiß ein bisschen mit Wasser und mache hier die Seite nochmal ein bisschen hell. Aber wirklich nur ganz wenig. Ich arbeite jetzt ganz zügig hintereinander und deshalb kann ich das hier bei allen gleich schnell mitmachen. Ich habe also mein wasserverdünntes Weiß hier auf dem Pinsel, dann streife ich meinen Pinsel ab, um nämlich zu viel wieder wegzunehmen bzw. weicher zu vermalen. Ja, so. Pinsel zwischendurch mal trocken machen. Wenn ihr da also zu großzügig wart mit dem Weiß, ihr könnt das, ne, so auch zwischendurch immer wieder so ein bisschen wegtupfen. Umgekehrt genauso, ihr könnt auch immer wieder ein bisschen Weiß dazufügen. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera hier die Unterschiede zeigen kann. Ihr werdet es mich sicher in den Kommentaren wissen lassen, ob das gut zu erkennen war und ob ihr dem gut folgen konntet. Das war es jetzt also auch schon wieder für das Grün. Und Gleiches mache ich jetzt mit meinem lila Teil. Und die ganz entscheidenden Spitzlichter, die setze ich dann bei allen dreien gleichzeitig. Und dann zeige ich euch natürlich auch noch, was man jetzt mit den drei Probestücken Schönes machen kann. Bei dem lila habe ich mir nur einen Ton ausgesucht und gehe einfach mal ganz frech davon aus, dass das wohl der richtige ist. Hier mache ich jetzt nicht ganz so viele Tropfen. Bewege mich auch mal so mehr in dem fallenden Bereich und halte die mal hier wirklich übertrieben rund. Ich bin da selber mal gespannt, wie das aussieht dann. Gucken wir einfach mal. Aber zwischendurch auch so kleine Cola-Tropfen, so kleine Blitzer. So, das soll mir hier schon reichen. Dann auch gleich wieder den Schattenbereich dazu. Einmal ein bisschen Farbe da lang schraffieren. Da müsst ihr gar nicht viel drücken, ne? Die Farbe also wirklich nur so ganz locker abreiben. Einfach unterhalb vom Tropfen. Es kommt auch immer darauf an, was ihr euch entschieden habt, von wo das Licht kommen soll. Pinsel ausspülen. Und auch hier lieber mit weniger Wasser erstmal loslegen, als wenn man zu viel am Pinsel hat. Den Stift, die Farbe nach innen vermalen. Und in der Zeitungsanleitung, da hatte ich nämlich geschrieben, mit weißer Acrylfarbe das Ganze nur vermalen. Das ist durchaus auch richtig. Aber hier habt ihr quasi nochmal so ein bisschen die Erweiterung dafür. Also auf meinem Innenbereich habe ich jetzt das Dunkle nach innen kommen lassen und die Farbe dort vermalt. Und jetzt verwasche ich gleich auch noch die Schattenseiten. Das kann sein, dass das hier ein bisschen großzügig ausgefallen ist. Also ich nehme das jetzt, das seht ihr, nehme ich das hier auch wieder weg und tupfe das hier mit dem Finger weg. Das ist auch so eine Frage der persönlichen Vorliebe, ob ihr diese Schattenseiten lieber deutlicher da habt oder das ganz dezent sein soll. Da gibt es jetzt nicht unbedingt ein richtig oder falsch, wenn man nicht zu 100% realistisch malen will. Und ich möchte das nicht, weil dann würde ich ein Fotoapparat nehmen, wenn es so ganz 100%ig sein soll. Ich spiele da auch ganz gerne mit der Realität und bringe da meine Fantasie mit ein. Schattenseite fertig. Jetzt brauche ich wieder das wasserverdünnte Weiß. Das bringe ich hier von der anderen Seite rauf. Ihr seht schon, dass ich das auf allen Untergründen in einer etwas anderen Intensität der Farbigkeit gemacht habe. Und das habe ich auch ganz bewusst so gemacht, weil das sehr schön die Möglichkeiten zeigt und die Unterschiede. Das ist alles richtig.
Und der eine wird das grüne Meer lieben, der andere mag das türkise lieber. Da hat jeder dann so seinen persönlichen Favoriten. Ah, also hier bei dem grünen sehe ich zum Beispiel, da hätte ich jetzt das Weiß tatsächlich ein bisschen intensiver machen können. Das werde ich dann wahrscheinlich auch gleich nochmal nacharbeiten und gleiches gilt hier auch für das Türkis. Während das hier bei dem Violett, weil der Farbton hier jetzt einfach dunkler ist, kommt das viel besser raus. Hier bei dem Türkisen, da ich gucke mal, ob das in der anderen Kamera gut zu sehen ist, jawohl. Hier bei dem Türkisen kann ich jetzt halt gleich einfach vorsichtshalber das nochmal ein bisschen nacharbeiten. Nicht viel, ne? Es ist wirklich nur so ein Quäntchen, was mir da fehlt. Ihr macht das auch lieber Tropfen für Tropfen, damit euch das gar nicht erst antrocknet. Weil dann lässt es sich schwer verwaschen oder verreiben. So. Na, so hätte ich das gerne. So ist das schon schön. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auch bei dem Grün nochmal. Bisschen Weiß nachsetzen. Also dafür ist es nie zu spät und lieber geht ihr den Weg, das immer ein Stück intensiver zu machen, Schritt für Schritt, als dass ihr einmal so viel Weiß, wie gesagt, drauf habt. Einmal angetrocknet, kriegt man das schwer wieder runter und dann müsstet ihr den ganzen Tropfen wahrscheinlich nochmal neu machen. Wäre ja schade drum. Was ich jetzt noch brauche, sind diese Spitzlichter und die mache ich jetzt bei allen drei hintereinander weg. Jetzt nehme ich kein verdünntes Weiß, sondern nehme die Farbe wirklich ganz vorsichtig hier mit meiner Pinselspitze und da gucke ich vorher, dass die wirklich sauber ist und ordentlich in Form ist und nehme mir ganz zaghaft hier ganz wenig Weiß auf und habe, wenn ich eine ruhige Hand brauche, habe ich auch immer hier, ne, meinen Finger, so meinen kleinen Finger als Stütze. Manchmal brauche ich ihn, manchmal nicht. Und setze hier ein kleines Licht und ein etwas größeres und da noch eins. Hier ein ganz kleines, eins daneben und ein etwas größeres. Ihr könnt das wirklich in unverdünntem Weiß machen oder ihr verdünnt das Weiß halt weniger, so dass das Weiß hier drauf auf dem verdünnten Weiß auch erkennbar ist. Punkt, etwas größer und ein großes hier unten. Punkt, Punkt und ein großes. Punkt, Punkt und ein großes. Das sieht ein bisschen aus, der eine Tropfen wie so ein Sahnehäubchen. Na, zwischendurch wieder die Pinselform kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren. Und bei den ganz kleinen Tröpfchen natürlich auch entsprechend vorsichtig sein. Das mache ich jetzt bei allen. Und wenn euch die Form zu konkret erscheint, kann man das auch nochmal so ein bisschen wegtupfen, wie ich gerade eben hier mit dem Finger. Ein Punkt, ein etwas größerer und da unten. Ganz klein. Also da solltet ihr wirklich den Pinsel verwenden mit einer ganz sauberen Spitze. So eine mittlere Größe, Pinselgröße. Ich habe jetzt hier eine Größe 9. Das ist, fällt aber unterschiedlich aus, je nach Pinselhersteller. Hier habe ich das Grüne also auch schon fertig. Und jetzt fehlen mir nur noch die Spitzlichter in dem Violett. Punkt, Breite, kleiner Punkt, kleiner Punkt, noch einer. Das erinnert mich so ein bisschen an Punkt, Punkt, Komma, Strich. Hat auch irgendwie ein bisschen was davon. Ja, wenn man es nicht ganz so deutlich mag, dann streift ihr zwischendurch das Weiß vom Pinsel ab, wie ich das jetzt für diesen Tropfen gerade gemacht habe. Hier auch ein relativ trockener Farbauftrag, beziehungsweise kann ich den nochmal verwischen. So. Und jetzt fehlt nicht mehr viel. Da möchte ich es auch nicht so deutlich. Und auch wenn man ein bisschen was daneben geht, kann man das hier schön
korrigieren. Das sind jetzt also meine ganzen fertigen Wassertropfen. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden und malt jetzt ganz eifrig Wassertröpfchen für Wassertröpfchen. Das macht nämlich richtig Spaß und gleich zeige ich euch noch, was ich mit meinen kleinen Teststücken hier nämlich Tolles machen kann. Und vielleicht findet ihr ja dann auch eine Verwendungsmöglichkeit. Ich habe meine Wasserbehälter eingetauscht gegen Schere, Tesafilm und Passepartout. So, alles was ich jetzt noch machen muss, ist mir nämlich mein Aquarellkarton, wo ich jetzt selbst in meinem Leidwesen mich für eine hohe Grammatur entschieden hatte, ohne das irgendwie so richtig zu merken. Das schneidet sich dann nämlich sehr schwer und wäre gar nicht nötig gewesen. Das schneide ich jetzt also aus. So. Und positioniere jetzt mein Wassertropfen hinter diesem Passepartout. Ja, so dass das passt. Drehe das um und sehe jetzt, ich habe hier, ist ein bisschen viel, muss ich nochmal abschneiden. So, nochmal neu gucken. Jawohl, so ist das schön. Drehe ich um, klebt mir das fest. Müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht verrutscht. So. Kommt dann drauf an, was ihr da für Papier genommen habt, wie viel Klebestreifen ihr braucht. Für mich reicht das jetzt erstmal an jeder Seite einen Klebestreifen zu setzen. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ich zeige es euch da mal in die Kamera. Wer jetzt Lust und Laune hat, der kann natürlich hier noch Schriftelemente aufbringen, der kann selbst den Passepartout weitergestalten. Ich mache das jetzt einfach mal mit allen drei Quadraten fertig und ihr seht dann im Schlussbild, wie das nebeneinander aussieht, wie ich dann also eine schöne Dreierserie sozusagen mit einer Wassertropfendokumentation umgesetzt habe. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen beim Üben, Wassertropfen malen und eure Blüten zukünftig mit Wassertropfen zu verzieren und was immer euch dazu einfällt. Viel Spaß. Tschüss.